Enzo, mein Liebling, mein Schatz, mein Traum. So, geht's los, ne? Mein Hübscher. Ja, so viele Jahre hat man hier gelebt. Und wenn man mal wieder mal runterkommt, auch wenn es nur für ein paar Tage ist, dann ist man halt doch überall gerne hier. Jorstorf ist das, was wir jetzt hier vorne sehen. Also angefangen jetzt ja hier vom Fischers bis hinten hin durchgezogen. Da hinten kommt noch der Nussgarten und Seida ist genau hinter euch. Nach Seida wollen wir heute auch noch fahren zu Dennis. Jetzt verbindet uns Wörthervorgach genau über die Entfernung. Auf einer Entfernung von 29 Kilometer, aber über Teamspeak und halt über Chatgespräche so kann man eigentlich immer noch fast das Gefühl haben, dass er immer noch neben einem sitzt. Moin! Alles na, gut. Wie geht's dir? Alles gut. Ich hab gerade mit Kai. Hast du Kapitän dabei? Du hast gesagt, du hast genug dabei. Ach ja, was ich dir mal nochmal mitbringen wollte. Du sagst es bestimmt so, denkst du bestimmt so, ah ja, er labert immer jetzt hier so von Office-Server. Er hat überhaupt wirklich gar keine Ahnung und so, etc. Habe ich dir einfach mal mitgebracht, hier. WoW Original. Und das ist halt jetzt genau die Version, die halt Standard normalerweise ist. Das heißt, es updatet sich so weit. Wenn du das installierst, wird dir eine Anfrage gestellt, dass du einen Account erstellen willst. Da sagst du erstmal ja und dann sagst du so, du hast einen Gästepass. Ich würde mich immer richtig geil freuen, weil vor allen Dingen, ich bin ja auf dem Rollenspiel-Server drauf. Er ist auch Rollenspieler. Zwei Untote, Rollenspiel, Alter, das wird richtig geil, das wäre richtig geil. Weil das ist so, das ist richtig, da machen auch richtig andere Leute mit und sowas nach, da kannst du richtig Rollenspiel, das heißt auf Deutsch, du rennst nicht durch die Stadt, durch Orkima, sondern du läufst ganz schön, ich fahre einfach anders durch. Du machst das einfach bloß durch und dann machen andere Leute mit und spielen dich daraufhin an. Deswegen, da haust du dir einfach mal rein, schützt einfach mal ganz gemütlich an und dann schaust du mal. So, jetzt müsstest du Strom haben. Die Verbindung ist hergestellt und ich bin drinnen, am Valentin. Kannst du mich porten? Ja, wenn, nur, wenn du fertig bist, kann ich als Gruppe anmelden. 10 gegen 10 sieht gut aus. Die paar Wochen, wo ich mich da in Berlin eingelebt habe, wo wir halt wirklich uns die ganze Zeit nicht gesehen haben, und ich wirklich mal den einen Wochenende mal wirklich mal hier war und kam dann wieder zu ihm, ganz gemütlich halt wieder, haben einen Cappuccino getrunken und das war genau wieder beim Alten. Weil ich noch bei ihm gewohnt habe, war das sehr lustig, weil er war halt gleich, kommst halt von Arbeit und dann war er halt da und dann konnten wir dann nicht loslegen, ohne irgendwie großartig was zu planen. Ja, ich mache den Schwamm hier kalt, ich stand ihn. Tobi, du hast uns im Interview in Berlin erzählt, dass du glaubst, dass Dennis möglicherweise ein bisschen zu viel zockt. Ja, das war daher, weil ich noch nicht genau wusste, wie er sich jetzt eingerichtet hat. Das war ja noch zu der Zeit, wo er noch wirklich öfter mal noch dabei war. Es hat sich allerdings etwas länger hingezogen. Allerdings bin ich jetzt so froh, dass er sich wieder ein bisschen eingerichtet hat. Denn seinen Job als GM macht er zwar gut und er ist wirklich einer der wichtigsten Fähigkeiten da drin, aber es ist halt nicht alles. Das war halt die eine Zeit wirklich extrem, wo ich sehr oft online war. Und das war vor allem die erste Zeit, wo ich mit GM angefangen habe. Da muss man ja auch halt immer da sein. Wie ist das so als Game Master? Es ist anstrengend. Manchmal ist es auch ziemlich stressig, wenn Leute dann erstmal so den Druck machen, ich möchte es gerne jetzt haben und warum denn nicht und können ja keine Ausnahme machen. Wenn die Lecks nicht wären, könnte man richtig PvP machen. Alter, guck mal vom Office her, da leckt nichts. Das leckt höchstens, wenn du 20 Leute auf einmal killst. Sehe ich schon, in Zukunft lockst du nur noch auf Rising Gods ein, wenn gerade der Realm bei euch down ist. Oder wir. Nein, nehmen wir das mal bitte. Ich bin froh, dass der jetzt hat so einen Kumpel liegt. Der ist schon fast auch Familienmitglied. Tisch, ist das so eine Art Ritual, wenn Tobi hier ist, dass dann Zocken runtergegangen wird und gemeinsam Abend gegessen wird? Also eigentlich ist das mal bei uns, ja. Das Einzige, was er genervt. Und die wunderbare Mahlzeit. Die gehen dann nachts runter, wenn sie Hunger haben, dann essen sie ja immer. Zocken die denn die ganze Nacht durch, wenn sie hier sind? Naja, machen sie ja. Also nicht die ganze Nacht, sagen wir mal so bis halb vier, oder früh morgens. Ich habe mich dafür eigentlich nicht interessiert. Ich weiß auch nicht warum, ich bin vielleicht doch eine ganz andere Generation. Nee. Sag mal so, ich habe ein bisschen mehr Verständnis. Ich habe doch Verständnis, habe ich ja, aber. Aber, nee. Nicht ärgern. Nee, dass ich jetzt auch so ein Verlangen hatte, jetzt da reinzukommen und irgendein Spiel kennenzulernen, habe ich einfach kein Verlangen danach. Weiß ich nicht, bin ich vielleicht einer von der anderen Erde oder was weiß ich, vom Mars. Ich weiß nicht, das Drumherum vergisst er manchmal. Also auch jetzt seine Mitmenschen, wenn er dann sich so nur vertieft und spielt, da habe ich ja Angst, dass irgendwann mal.
als abbricht, die Kontakte zu seiner Freundin oder was weiß ich. Schulisch und arbeitmäßig haut ja alles hin. Also wir haben ja Sport getrieben, wir waren mehr in Vereine drin, in Kegel, in Billard und sowas im Prinzip. Wir haben es mehr beschäftigt. Sport gibt es ja auch in dem Bereich. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja das Schlimme. Naja, müsste man sich doch mal hinsetzen und spielen oder zugucken. In unserer letzten Zeit fast alle Elektrogeräte Geister gegeben, wa?